Aufnahme ab und auch gleich mal den Stream los. Also gleich, machen wir jetzt so, ab geht die Post. Verbinden. Stream läuft. Warum habe ich denn so viele Frame Drops gerade? Das finde ich nicht so toll. Finde ich nicht nice. Ja gut, aber die Prozentzahlen gehen gerade schon wieder runter. Ich hatte gerade eine ordentliche Menge Frame Drops. Na gut, hoffentlich funktioniert das trotzdem. Der Stream läuft trotzdem flüssig. Aber gut, die Prozentzahl der Frame Drops geht ja schon wieder runter in den Keller. Das war am Anfang ein bisschen arg heftig. Aber naja. So, ich würde mal sagen, Hallöchen, ihr Lieben, und alle herzlich willkommen im Live-Let's Play zu Goodbye Deponia. Und ja, wir legen auch gleich richtig los. Ich würde mal sagen, ich gehe mal auf den, nee, nicht den da, ich gehe auf den da. Das ist einfach mal das Hauptmenü. Habe ich mir einfach so gedacht, hey, das könnte ich auf das Screen nehmen, habe ich auch für die Ankündigung schon genommen. Nehme ich das als Screen und dann, packen wir das einfach so als Hintergrund hin, wenn ich einfach nur gerade labere. Ich hoffe mal, von der Lautstärke her ist das alles okay. Ich aktualisiere mir gerade mal meinen Dashboard. So. Hoffentlich keine weiteren verworfenen Frames. Videovorschau will ich eigentlich auch keine haben. Ich stream doch. Ja, ich streame. Ach so, ich habe Stream Delay, deswegen läuft es noch gar nicht. Ach so. Ach ja, okay, gut. Also so wie es aussieht, habe ich. Ich bin ja schon bei 2 Minuten Aufnahme und der hier sagt noch gar nichts. Qualität deiner Stream-Einstellungen. Hervorragend. Gut, okay. Dankeschön, Twitch, für dieses Lob. Ich hoffe mal, dass der Stream jetzt mal so langsam live geht. Naja, gut. Ich denke mal, so ein, 2 Minütchen werde ich dann auch anfangen. Stream, gehst du mal live? Also gut, wenn ihr das natürlich seht, dann ist das schon live, aber bei mir zeigt er noch an, ich wäre noch nicht live. Naja, gut. Ich weiß ja nicht, wie lange Twitch da braucht. Die haben ja so ihren Stream-Delay, den Jan sozusagen, haben sie im Stream natürlich drin, den Herrn Delay. Was sagt denn, wenn ich das Ganze übers Handy gucke? Ja, das alles hier ist übrigens noch nicht Teil der Let's Play-Aufnahme. Ah, okay, der sagt, es wäre live. Okay. Dann erzählt hier mein Dashboard Quatsch. Na gut. Was soll man machen? Ja, es ist noch 130 verworfene Frames insgesamt. Läuft gut. Kilobits laufen auch flüssig durch die Leitung. Ich hoffe mal, die gehen nicht zu arg in den Keller. Nee, die schwanken mal gelegen so ein bisschen hin und her, aber schon okay. Gut. Aber ich würde mal sagen. Nee, Deponia starten will ich jetzt noch nicht. Wo da unten? So. Ja, was macht man jetzt? Also anfangen will ich ja zum 17 Uhr, sind 3 Minuten. Ich weiß nicht, wann das für euch ist. Wahrscheinlich ein bisschen später dann, aber egal. Ich quatsch mich hier gerade um Kopf und Kragen. Und ich muss gerade feststellen, dass mir die Sonne vorne durchs Fenster auf die Füße scheint. Nice. Schieben wir halt den Tisch ein wenig nach hinten. Na gut, ändert jetzt nicht wirklich viel daran, aber gut. Ach Mann, ich quatsch mir hier gerade den Mund fusselig. Und ich quatsch schon 4 Minuten am Stück. Na egal. Hab mir gedacht, vielleicht mache ich ein bisschen Musik rein, aber ich glaube, die Musik, die ich mir überlegt habe, die packe ich erst ganz am Ende rein. Ich hoffe, dass ich die überhaupt noch auf dem Rechner liegen habe. Na gut, sonst müsste ich in einem anderen Deponia-Spielstand mal nachgucken. Na gut. Ich muss jetzt mal was trinken, ich habe nämlich Durst.
Das nennt sich dann Live-Trinken. Wie viele Leute sind, wie viele Leute scheinen eigentlich zu? Ich komme gleich. Wie viele sind denn aktuell gerade live dabei? Kann ich das hier sehen? Ach, einer schaut zu. Sehr schön. Immerhin einer, der zuschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ach, da zeigt es auch endlich an, dass einer zuschaut. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis der das aktualisiert. Na gut. So. Aber ich würde mal sagen, Mann, ich sollte nicht so viel trinken. Einer schaut zu. Und ich muss schon sagen, ich sollte nicht so viel Wasser trinken. Und die deutsche Übersetzung der Twitch-Oberfläche ist so, ja, ist definitiv ausbaufähig. Und da gibt es nämlich so ein paar Sachen, wo die sprachlich dann so, naja, sind. So, ich würde auch eigentlich mal gerne den Chat sehen. Ich sehe da nur leider nichts. Also falls jemand was in den Chat geschrieben hat, ich sehe in der Vorschau leider noch nichts. Aber weißt du was? Nee, das mache ich jetzt nicht. Oder ist das, bin das ich, der da online ist? Ach, was weiß ich denn? Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich hier bin. Na gut. So. 17 Uhr. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, wie aktuell die Zahlen, die hier stehen, sind. Also hier drüben connected da bei mir immer noch zum Chat. Ja, bitte einmal alle Chat. Hallo, alle Chaträume da. Nein, ich will einfach mal. Warum zeigt er das nicht an? Egal. Na gut. So, ich würde einfach mal sagen, die verworfenen Frames sind noch nicht besonders viele, sind auch aktuell eigentlich keine. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich hoffe, dass vielleicht noch ein paar Leute kommen. Vorhin waren es mal, glaube ich, 3 beim Teststream. Und dann würde ich mal sagen, starte ich jetzt mit dem Spiel. Ich schalte hier auf die Game-Szene um und halte jetzt dann auch erstmal wahrscheinlich meine Klappe, weil nämlich jetzt erstmal sozusagen das Intro kommt. Von dem man aber natürlich nichts gesehen hat. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deponia. Und zwar diesmal natürlich der dritte Teil von Deponia. Ach Gott, irgendwie bin ich gerade ratlos. Ziemlich ratlos sogar. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Ja, gut. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich muss sowieso langsam. Ich hab's. Ja. Nee, gut, ich würde mal sagen, wir speichern einfach jetzt mal.
einfach hier auf dem ersten Slot speichern. Und darum darf sich dann mein Zukunfts-Ich kümmern. Aber ich gehe mal kurz in die... Was haben wir da Extras? Ja, wir haben da schon einen Haufen Szenen freigeschaltet. Oh, das wird noch einiges. Schnabeltierfiebel. Okay, nett. Es fehlen nur so ein paar Airlines. Videos ist das da. Schnabeltierfiebel Tipps. F8 öffnet die Einstellung, das Einstellungsmenü. Hello, Stärke, Quick Save, okay. Okay, ja. Mhm. Gut. Hauptmenü. Haben wir noch irgendwas? Mitwirkende machen wir später. Weiterspielen machen wir auch später. So, ich würde mal sagen einfach. Ich gehe jetzt mal wieder. Ne, gleich geht's weiter, das ist nicht. Ich gehe einfach mal in den Screen. Und beende dann auch mal das Spiel. Ich guck gerade mal, ob irgendjemand was vielleicht im Chat geschrieben hat. Hier kann ich mir ja den Chat nicht verbinden. Warum das? Na, muss ich mal gucken. Also ich weiß es gerade nicht, was ich machen soll. Ich bin jetzt völlig ratlos und der Chat wird mir hier leider auch nicht richtig angezeigt. Na gut. Na gut. Muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriegen kann, dass ich den Chat beim nächsten Mal zum Laufen kriege. So, wir beenden jetzt das Spiel. Und ich würde jetzt einfach mal sagen. Ja. Ich gucke jetzt gerade mal noch was nach. Bevor ich dann auch so langsam mal Stream und Aufnahme beende. Ich weiß nicht, ob das noch hab. Aufnahmen. Outro. Material. Genau. So, ihr lieben Kinderlein, es ist schon spät. Doch bevor. Ja, genau. Also, dann machen wir dann gleich. Also, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann. Vielleicht im nächsten Live-LP. Ich weiß nicht, vielleicht, das ist noch ein großes Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Sehen wir uns dann im nächste Woche vielleicht, nächste Woche Dienstag wieder. Guck ich mal, vielleicht mache ich da weiter mit dem Live-LP. Ich muss noch schauen, ich weiß es nicht, überleg's mir mal. Aber ich denke mal, ich mache da vielleicht durchaus mit dem Live-LP weiter. Schauen wir mal. Ich denke, es wäre eine gute Idee, da mit dem Live-LP weiterzumachen. Ja. Ich denke, wir machen einfach nächste Woche mit dem Live-LP weiter. Und ich bin jetzt schon bei über 3 Stunden. Das langt so langsam. Ich würde mal sagen, macht's gut. Und zum Abschluss lasse ich jetzt hier noch den Glatzmatz laufen. So als kleines Einschlaflied. Es ist schon spät, doch bevor es für euch ins Bettchen geht, ratet mal, wer da vor eurem Fenster steht. Draußen im Dunkeln, wo ihr ihn nicht seht, just sobald ihr eure Äuglein zugemacht, es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Schließt schnell die Äugelein, dann kommt er sogleich.
spitzt eure Ohren, lauscht jedem Geräusch, dann hört ihr ihn atmen, vielleicht auch ein Schaben, fast lautlos das Kratzen an dem Fensterrahmen. Das kommt von der Harke, die er mitgebracht. Es ist Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Jetzt alle! Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Nochmal! Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Ja, und mit diesen wunderschönen Worten von Pookie verabschiede ich mich dann aus dem Spiel, also aus diesem Live-LP. Von denen auf YouTube habe ich mich, glaube ich, schon verabschiedet. Wenn nicht, tue ich das hiermit auch. Wobei, nee, ich glaube, da werde ich dann, wenn schon, eine separate Verabschiedung machen, weil das ist jetzt ein Stream-Schluss. Ich würde mal sagen, ich gucke, dass ich bis nächstes Mal den Chat zum Laufen kriege, weil der hat bei mir irgendwie nicht so richtig funktioniert. Der lädt und lädt vor sich hin. Läuft nicht. Schade. Na gut. So, ich würde mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Euer Setante LP. Auch an alle, die auf YouTube geschaut haben. Tschüssikowski, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und hier auf Twitch würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Live-LP. Bis dahin, noch eine schöne Zeit. Vielleicht nächste Woche schon. Ich werde es dann nochmal auf Twitter ankündigen. Ja gut, auf jeden Fall Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Bye bye, euer Setanta LP. Und jetzt Tschüssikowski. Bis denne, macht's gut. Bis dahin, bye bye. Ich sollte jetzt mal was essen, ich habe Hunger.